Also es ist ja so, dass durch die Digitalisierung es wahrscheinlich einen enormen Treiber gibt, was die Vielfalt des Contents betrifft. Ne? Also es gibt also immer mehr Plattformen, auf denen man Content distribuieren kann. Das vielbesprochene Thema User-Generated Content, von dem auch Plattformen wie YouTube etc. enorm profitieren. Aber ich meine auch Angebote wie Netflix oder Sky, die ganzen Bezahlangebote. Und aus einer Nutzersicht muss ich sagen, ist diese Vielfalt super. Aber die Fragmentierung bringt halt auch mit sich, dass ich ganz schön viele Abos zahlen muss, um sozusagen alles sehen zu können, was man gerne sehen möchte. Weiters, jetzt ein bisschen weg vom Gaming, möchte ich gerne anschließen an diese sehr hohe Übersättigung von vielen Streaming-Abos, wie es der Markus gerade erwähnt hat. Das glauben wir auch. Ich glaube auch, dass so eine gewisse Sättigung vor allem an Videodiensten oft einsetzt. Also es gibt gefühlt überall verschiedene Originals und viele so Walled Gardens, die man überspringen muss. Und deswegen glauben wir, dass auch Audio ein ganz spannender Punkt sein kann, um einfach auch mal zu entlasten, um auch mal die Augen zu entlasten. Feature verschränkt mit Content, bin ich dann auch ganz schnell bei dem Thema von Markus. Die Vielfalt von Content, die da zur Verfügung steht mittlerweile, die man ja auch zur Verfügung stellen muss, weil wir sind durch den digitalen Distributionskanal im weltweiten Wettbewerb. Ein Netflix hat nun mal oder auch ein Amazon hat nun mal in die Welt gebracht, so viel wie möglich anzubieten, beziehungsweise, da sind wir wieder bei der Feature-Seite, es so viel wie möglich aussehen zu lassen. Dieses Content Merchandising, also dieses zur Schau stellen, was man denn als Content nicht alles anbietet mit seiner Plattform, mit seinem Produkt, das ist ja von Netflix, also vor allem von Netflix und von Amazon, zu einer Königsdisziplin geworden. Diese schiere quasi unendliche Content-Vielfalt so darstellen zu lassen. Also die haben ja auch nur begrenzten Inhalt. Aber gleichzeitig auch die Brücke zu schlagen für die Endkunden, die Auswahl so leicht wie möglich zu machen. Was Unternehmen wie Google halt von Anfang an stark gemacht haben, ist immer User First zu denken. Ja, immer zu sagen, wir schauen uns mal an, wie Content funktioniert und wie diese Distribution funktioniert. Wir lernen daraus und wenn wir das ausreichend verstehen, machen wir uns Gedanken über die Monetarisierung. Aber was damit einhergegangen ist, war auch immer die Idee, ein Produkt muss nicht von Anfang an perfekt sein. Ja. Es muss gut genug sein, ja. Es kann gerne im Beta-Stadium sein und ich gebe es mal raus und schaue, wie es ankommt. Es gibt den sogenannten Early Access. Early Access bedeutet, du bringst ein Spiel in einem sehr frühen Stadion heraus, also mehr oder weniger Beta-Status, manchmal sogar noch etwas früher. Und du entwickelst es auf Basis des Feedbacks der Community. Das heißt, du lädst eigentlich deine intensiven Nutzer dazu ein, von Anfang an aktiv beizutragen. Also es ist eine weitere Möglichkeit, sozusagen Prosument zu sein und aktiv am eigenen Medienerleben mitzuwirken. Du kannst heute bei großen Formaten, wie das zum Beispiel The Voice of Germany ist, mitvoten und mitbuzzern. Da geht es ja darum, dass man sich eben für diesen Interpreten, für die Sängerin, für den Sänger entscheidet. Mittlerweile sind unsere Applikationen und unsere Services so weit, dass die das TV-Geschehen, wenn es live ist, dass man das sendungsbeeinflussend machen kann. Das heißt, du kannst wirklich heute bei der Masked Singer mitraten, mitvoten und mitgestalten. Und wir haben da relativ schnell erkannt, wir müssen da unsere Prozesse dahingehend aufbauen, dass wir das Feedback, was aus den verschiedensten Kundenkanälen bei uns im Unternehmen landet, bündeln und in unsere Entscheidungsprozesse einfließen lassen, damit wir nicht am Markt vorbei unsere Prioritäten setzen.